Abteilung angekommen. Ich würde mich freuen, Sie morgen wieder wie gewohnt um 18.30 Uhr hier begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis dahin. Hallo und einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Dieses Tief hier, das schiebt uns kalte Luftmassen nach Deutschland, die Schafskälte. Und diese Schafskälte merken wir besonders in den Nächten, wie auch in der kommenden Nacht zum Mittwoch. Die ist teilweise klar, nur wenige Wolken sind unterwegs. Zum frühen Morgen kann es entlang des Rheins etwas dunkler Nebel geben. Die Temperaturen, die gehen aber, wie gesagt, ordentlich nach unten. Morgen früh, da messen wir 7 Grad in Baden-Baden und nur 5 Grad in Pforzheim. Der Mittwochvormittag ist dann geprägt von erstmal viel Dunst und Nebel, später aber nach Norden recht viel Sonnenschein. Über dem Schwarzwald kann es stellenweise einzelne Schauer geben oder vielleicht auch mal ein kurzes Gewitter zum Nachmittag hin. Und die Tagestemperaturen, die erreichen am Mittwoch maximal 19 Grad in Stuttgart und 20 Grad in Offenburg. Und auch am Nachmittag ändert sich an dieser Wetterlage nur wenig. Über dem Schwarzwald immer wieder einzelne Schauer. Drumherum zeitweise Sonnenschein. Hier und da ziehen auch mal ein paar dichtere Wolkenfelder vorüber. Und die Tagestemperaturen gehen dann bis zum Abend auf 17 Grad in Gammersheim und 14 Grad in Freiburg zurück. Der Blick auf die weiteren Aussichten. Insgesamt ist es so ein klein wenig wechselhaft. Am Donnerstag Sonnenschein, Temperaturen maximal am Oberrhein bis zu 23 Grad. Zum Freitag dominieren dann meist die Wolken. Die Sonne hat weniger Chancen, das Ganze bei 22 Grad. Und der Samstag bringt ein Gemisch aus Sonne und Wolken, das Ganze bei maximal 22 Grad. Und im Tagesverlauf sind dann vor allem am Nachmittag einzelne Schauer dabei. Hier und da auch mal ein kurzes Gewitter. Und nächste Woche, da könnte es dann deutlich wärmer oder sogar heiß werden bei uns in Baden. Das war's vom Wetter. Ich wünsche einen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann starte ich jetzt das schnellste Quiz Badens in folgende Woche.